Herzlich willkommen zu diesem neuen Infovideo. Es dreht sich natürlich alles wieder um FIFA 19, heute um die Closed Beta. Und ich möchte euch gerne zeigen, wie ihr euch dafür anmeldet. Es geht nur ums Anmelden. Ich kann euch nicht versprechen, dass ihr ausgewählt werdet, weil nur eine gewisse Anzahl an Spielern, dazu kommen wir aber später noch, wirklich in den Genuss, ich hoffe mal Genuss kommen, dann wirklich vorab schon mal das Ganze zu zocken. Und ja, ich möchte euch natürlich vorher noch wichtige Fragen beantworten, die ihr gestellt habt. Erstens, wann erscheint das überhaupt? Es geht los am 9. August. Dann müsstet ihr eine Benachrichtigung haben, wenn ihr wirklich ausgewählt wurdet. Und wie lang geht das Ganze? Circa 10 Tage. Was könnt ihr machen? Bei FIFA 19 könnt ihr den aktuellen Stand vom Gameplay, also in der Beta, denn schon mal testen. Ihr habt verschiedene Spielmodi zur Auswahl. Karrieremodus, The Journey, den neuen Champions League Modus. Ultimate Team wird wahrscheinlich auch dabei sein. Und ja, dann könnt ihr schon mal gucken, wie die Gameplay-Veränderungen sich anfühlen. Es kann aber zur Demo-Version und auch zur Vollversion natürlich noch ein paar Veränderungen geben. Das haben wir ja auch bei FIFA 18 erlebt. Da kam die Vollversion raus, dann gab es einen Patch und da hat sich alles im Prinzip wieder ganz anders angefühlt. Ne? Also final ist da überhaupt nichts, aber trotzdem eine schöne Gelegenheit, um den aktuellen Stand von FIFA 19 kennenzulernen. Ja, bleiben die Errungenschaften, die man in der Beta-Version erlangt, bleiben die gespeichert bis zur Vollversion? Nein, das wird alles zurückgesetzt, auch wenn ihr irgendetwas kauft, auch die ganzen Points im Ultimate Team, das alles geht auf Null zurück, wenn die Vollversion erscheint. Also hier bitte immer daran denken und nicht ja, die Hoffnung haben, wenn ihr da schon einen tollen Verein aufbaut, dass ihr mit der Vollversion dann direkt weitermachen könnt. Das ist leider nicht möglich. So, die Closed Beta gibt es, wie gesagt, nur für eine begrenzte Anzahl an Spielern und ich zeige euch eben nachher, wie ihr euch dafür anmeldet. Für welche Plattform erscheint die? Ihr benötigt dafür PlayStation 4 und Xbox oder Xbox One, eins von beiden. Andere ältere Konsolen und auch PC ist leider nicht möglich. Die anderen Voraussetzungen: Ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein und ihr müsst FIFA 18 mindestens 200 Spiele gezockt haben. Also das sollte auf eurem Konto vorhanden sein, damit ihr auch eine gewisse Aktivität vorweisen könnt. Das ist also extrem wichtig. Und nun kommen wir zum Wesentlichen, und zwar zur Anmeldung. Ihr geht erstmal auf origin.com. So, das ist meine Seite. Und dann findet ihr unten links, wenn ihr euch eingeloggt habt, das müsst ihr logischerweise machen, findet ihr dann euer Profil und dein EA-Konto und Abrechnung. Da klickt ihr rauf. Und wenn die Seite dann geöffnet hat, geht ihr hier auf E-Mail-Voreinstellungen. Und bei den E-Mail-Voreinstellungen müsst ihr dann ein paar Sachen, wenn ihr es nicht schon habt, vornehmen. Erst einmal Datenschutz und Cookie-Richtlinie natürlich akzeptieren. Und wenn ihr dann jetzt ein bisschen runterscrollt, dann seht ihr hier direkt bevorzugte Plattform auswählen. Also auf jeden Fall PS4, Origin würde ich auch machen und Xbox One. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und dann eben mehr hinzufügen. Was müsst ihr hier machen? Alle Sachen mit EA anklicken, also den Zugang, die News oder hier beispielsweise dann auch FIFA. Das ist extrem wichtig. Und wenn ihr das ausgewählt habt, erscheint hier direkt FIFA 19. Bei FIFA 19 muss der Haken drin sein, damit ihr eben auch die Benachrichtigung erhalten könnt. Jetzt also nochmal aktualisieren und dann habt ihr alles im Konto ja, abgespeichert. Und mit dieser Einstellung könnt ihr jetzt in einem Monat im August also die Benachrichtigung erhalten, dass euch die Closed Beta zur Verfügung steht. Und ja, dann erhaltet ihr eben eine Einladung und könnt das Ganze dann auf der Konsole PlayStation 4 oder Xbox One testen. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Ich freue mich wieder auf euer Feedback. Stellt mir gerne weitere Fragen. Macht euch noch einen schönen Abend. Und ja, bis bald. Tschüss.